Denn natürlich gab es dort heute auch wieder Bratwürste im Bratwurstmuseum. Bratwürste und mehr. Denn heute war Bratwurstiade. Eine Veranstaltung, deren Sinn man Menschen außerhalb Thüringens nur schwer erklären kann. Aber ich glaube, das muss man auch gar nicht. Hier liegen sie schon, die Würste in Reihe und Glied. Und hier bei der Bratwurstjade geht es ja auch wirklich um die Wurst. Aber irgendwie geht es auch um Geschichte. Und zwar diesmal um den zweibeweibten Graf, Graf Ernst aus dem 13. Jahrhundert. Der ist hier zu sehen. Und seine zwei Frauen sind auch gleich da. Das wird hier in lustiger Form aufgegriffen. Und neben mir auf dem Wettkampffeld sind auch schon die Mannschaften am Spielen. Mit am Start Bob-Olympiasieger Wolfgang Hoppe. Als Kreuzritter Graf Ernst muss er sich erstmal rüsten und stärken, natürlich mit Bratwurst. Nur die Harmonie mit seinem Pferd will sich noch nicht so recht einstellen. Das Gefährt hat ein bisschen gelitten, ne? Das haben wir mit dem Bob besser hinbekommen. Na, auf jeden Fall. Das ist ein bisschen zu instabil. Nicht von FES gebaut. Statt mit dem Sportausrüster punktet man hier sowieso eher mit dem Kostümausstatter. Das gilt beim Team der Arnstädter Stadtwache auch für den schwer bewaffneten Fanblock. Aber auch kreative Teamnamen wie Hänsel und Bretel finden das Wohlgefallen des Bratwurstkönigs Rudi der Erste. Als Bratwurstkönig hat man natürlich die Ehre, zum Tag der Deutschen Einheit etwas Staatstragendes zu sagen. Ihre Gelegenheit. Oh, was Staatstragendes. Ja, ich wünsche mir nur immer so schönes Wetter. Dabei gibt's hier rund um den Grill wirklich Ost-West-Verständigung satt. Eine Thüringer Bratwurst in der Hand des Nürnberger Teilnehmers. Ist das was zum Tag der Deutschen Einheit? Ja, also man kann sie essen, sagen wir mal so. Im Gegensatz zu unserer Nürnberger Bratwurst. Das wäre vielleicht der Moment, darauf einzugehen, dass die Nürnberger hier, ich sehe es auf der Tafel, Siebter und Zehnter geworden sind bisher. Also nicht wirklich so ganz weit vorne. Vielleicht liegt es ein bisschen am Doping mit einer Thüringer so im Training. Darum esse ich jetzt die Bratwurst. Dann klappt es auch mit der Leistung. Richtig viele Würste müssen demnach diese holden Schönheiten gegessen haben. Sie liegen vorn. Um diesen Pokal geht's und wer den dreimal gewinnt, der kann ihn sogar mit nach Hause nehmen für immer. Und darauf haben ganz gute Chancen hier die Hirschendorfer vom Hirschendorfer Bratwurstclan. Sowas gibt es. In schönen Uniformen, muss ich sagen. Also der Hut erinnert so ein bisschen an eine Grillfläche. Wie läuft sich's damit? Ja, er fällt halt immer wieder runter, gleich nach dem Start. Aber naja, man gibt halt sein Bestes. Gut, windschnittig ist anders. Trotzdem fliegen die Teppiche nur so beim nächsten Lauf der Hirschendorfer. Dabei muss der Adlige aus der Sage auch auf der Sänfte getragen werden. Vorausgesetzt, die Sänfte hält ihn aus. Da waren vielleicht doch zu viele Bratwürste im Spiel. Bei so viel Pech dürfen die Favoriten gleich nochmal und holen so am Ende wirklich den Sieg und den Bratwurstjade-Pokal für immer nach Hirschendorf.